Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 7. So, wir müssen zum Zerlegungsraum. Uns hat ja der komische Typ da angerufen. Und ich hoffe mal, dass wenn wir den killen, dass wir dann die letzte Substanz bekommen. So, okay, also zurück ins Haupthaus. Okay, scheint noch alles normal auszusehen. Aber ich würde sagen, wir speichern jetzt trotzdem nochmal ab, bevor wir da runtergehen. So, okay. So, und auf runter. Mei, was ist denn hier los? Es ist komplett dunkel hier unten. Alles voll von dem schwarzen Dreck hier. Wenn bestimmt wieder die komischen schwarzen Viecher kommen. Viecher. Okay, da kommen wir immer noch nicht rein. Wir müssen jetzt hier lang. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, hier geht's. Ich glaube, hier geht's weiter. Hier ist der. Hier ist der Brennerraum, glaube ich, oder? Boah! Die Alte! Mein Gott! Was macht denn die hier unten? Boah! Boah! What? Meine Fresse. Boah. Geil, ich hab keine Heilung, nichts mehr. Ich hab nichts. Nicht mehr. Okay, was ist hier? Jetzt liegt er auf der Trage. Die Totenstarre muss eingesetzt. Was? Muss eingesetzt werden. Gelenke sind schon steif. Zeig, dass du ein echter Mann bist. Streck deine Hand in den Rachen dieses Schweins. Dann machen wir das doch mal. Okay, wir haben Schlangenschlüssel. Schlangenschlüssel. Sehr gut. Das schöne kleine Ding wird dir helfen, zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst, um an unserer Party teilzunehmen. Okay, ich brauche anscheinend irgendwie zwei Zugangskarten. Ja.
Mein Gott, wie sterben denn die? Das gibt's doch nicht. Halt denn die aus? Gott sei Dank habe ich hier wenigstens von den Flammzeugen hoffen. Super, ich habe null Munition. Boah. Keine Munition, keine Heilung. Macht Spaß auf mir, würde ich sagen. Kann ich den Granatwerfer nicht nehmen? Hallo? Kann ich den Granatwerfer nicht nehmen? Ah, ich muss ihn darüber bewegen. Okay. Nehmen wir den jetzt mal. Aha, jetzt sind wir hier rausgekommen. Alles klar. So, okay, ich würde sagen, ja. Wir haben jetzt den Schlangenschlüssel und ich glaube, dass wir jetzt... What the fuck?
Na, da gehen wir nicht rein. What the fuck? Okay. Okay, ich würde sagen, wir gehen speichern. Nee, wir haben jetzt auch nichts mehr zum Heilen. Scheiße. Ein Kraut hätten wir noch, ja. Das nehmen wir jetzt trotzdem mal mit. Nehmen wir jetzt mal mit, weil falls wir eine flüssige Chemikalie irgendwo finden, dann können wir da auf jeden Fall gleich ein Heilmittel herstellen. So, sagen wir mal, überspeichern wir das Tor. Yep. So, wir sind komplett rot. Okay, hilft nicht. Müssen wir jetzt durchkämpfen, ohne dass wir was abkriegen. Okay, dann gehen wir hier lang. Boah, Alter. Eins. Zwei. Ah, super, der hat mal daneben geschossen. Okay, ich würde sagen, wir starten das nochmal schnell neu. Wir müssen ihn ja killen. Schauen, dass wir keine Munition verschießen hier. Stirb doch! Meine Fresse! Komplett am Blinken. Bin aber steil runtergekommen von da oben. Boah, ich sehe fast gar nichts mehr. Okay, hier ist eine Schlangenschlüssel. Die können wir hier auf jeden Fall benutzen. Okay, da ist die Oma. Wieder mal. Oh, das ist anscheinend ein Geheimgang unterm Bett. Okay, ich will noch gar nicht wissen, wo der hinführt. Ich brauche jetzt irgendwie Heilung. Heilung, Leute. Brennstoff. Hacker bewegen. What? Okay.
Was die Zeit wie alle anderen Uhren? Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Hä? Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Sind hier noch andere Uhren, wo ich vielleicht, wo ich mir das abschauen muss von der Zeit her? Maden drin. Dietrich. Hier ist nix, mei. Oh, Kraut. Und der hier. April 1980. Jack trifft. Trifft, sag ich schon. Tritt den Marines bei. Okay. Ich würde sagen, wir können jetzt die zwei Kräuter mal kombinieren. Nee, geht doch nicht. Okay, geht doch nicht. Aber die laden wir erstmal nach. Okay, hier ist nichts mehr. Ah, kann ich gar nicht zumachen, das Ding. Oh, ein Rucksack! Geil! Das können mehrere Objekte tragen. Schatzfoto. Okay. Sieht aus wie hier oben, oder? Kann das sein? Kraut. Eieiei. Bräuchte mal so eine Chemikalie oder sowas. Sieht wie ein Plan aus. Okay, das ist der Plan praktisch von dem Granatwerfer hier. Den haben wir aber schon. Sehr schön. Wir können jetzt wieder mehr tragen. Ich will aber das Kraut noch nicht benutzen, weil ein Kraut bringt eigentlich fast nichts. Will da eigentlich noch warten, bis wir irgend so eine komische flüssige Chemikalie oder so finden. Hier war nichts mehr. Aber irgendwas stimmt mit dem Bett hier nicht. Irgendwas stimmt mit dem Bett nicht. Oder warte mal, ist es vielleicht, wenn ich das richtig einstelle, die Uhrzeit, dass dann das Bett hier weggeht? Weil hier unten ist irgendwas. Eieiei. Aber keine Uhren oder sowas, oder? Gibt es keine Uhren irgendwo? All other clocks. Okay, dann muss ich die anderen Uhren erst im Haus wahrscheinlich anschauen. Und dann gehen wir hier nochmal zurück dann. Jetzt mal schauen, dass mir. Ist irgendwo eine Uhr an der Wand? Da ist eine Uhr. Erstmal die Uhr anschauen. Okay, Viertel nach 10. Stellen wir mal die Uhrzeit um Viertel nach 10 ein. Yo, Baby! Kommen wir wieder raus. Jetzt will ich aber eigentlich. Ach du Scheiße, wir kommen ja gar nicht mehr raus. Egal, wir kommen hier nicht mehr raus. Fuck, das wollte er ja noch nicht, dass ich hier unterrenne. Er hat eigentlich gedacht, das ist irgendwie ein Raum ist mit Schätze. Aber anscheinend. Ach du Scheiße. What the fuck? Was haben die denn hier gemacht, Mensch? Was haben die denn hier gemacht?
Bessere Pistolenmunition. Ah, Zugangskarte rot. Blutbecken. Oh nee. Nee, ich weiß, wo wir sind. Genau hier. Okay, die komischen Viecher, da müssen wir eh schon gekillt haben. Hier dürfte eigentlich nichts mehr sein. Oh. What the fuck? Scheiße! Fuck! Oh. Alles. Shit! Okay, ich kann hier weitermachen. Ich will aber jetzt hier nichts benutzen. Ich will jetzt noch nichts benutzen. Das heißt, ich muss sie so irgendwie killen. Mach doch, Mensch! Warte! Meine Fresse! Woo! Okay, scheiße, wir nehmen jetzt auch mal ein Kraut. Boah. Und ich würde sagen, wir speichern. Okay, Leute, ich würde sagen, wie es dann im Obergeschoss weitergeht, schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Bleibt dran, gebt mir ein Abo oder auch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten, ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Andi.